Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast in 2021. Frohes neues Jahr euch allen und allen Hörerinnen und Hörern. Alles Gute im neuen Jahr. Komisch, fühlt sich trotzdem noch an wie 2021, ne? Ich weiß auch nicht. 2020. Was hast du gedacht, dass sich plötzlich ja. alles anders anfühlt, dass alles anders ist? Alles ist anders, ja. Das Gleiche in grün. Genau, nee, erstmal. Momentan in weiß. Erstmal, hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo. Frohes neues Jahr. Das ist erstaunlich, ne? Apropos Pew, ne? Also wie viele da anscheinend noch irgendwas im Keller hatten, ne? Oh ja. Ja. Obwohl, ich habe bei mir auch letztens mal was gefunden. Ich habe schon so ewig nicht mehr geknallert, ne? Aber ich habe noch irgendwas gefunden. Wie entsorgt man das eigentlich fachgerecht? Kann man ja schlecht in den normalen Müll, dann kommt das anzünden in den Müll. Anzünden und pew. Nee, dann kommt das in die Müllverbrennungsanlage und macht da richtig Ballett dann, oder was? Ach was. Keine Ahnung. Aber wir haben hier auch zwei Raketen stehen, die haben wir letztes Jahr, hingen die bei uns irgendwie vorm Haus im Busch unangezündet. Ja, aber das war nicht ein Silvester, die hingen schon davor. Also die hingen mitten im Jahr, ja. Hingen die da plötzlich Vorsicht, drin. Vorsicht mit Fundmunition hier. Ja, ja. Dafür haben wir die dann reingeholt, bevor sie irgendwelche kleinen Kinder. Ja, finden. Das ist das Beste. Die Blindgänger da, noch in die Wohnung holen. Aber ich weiß halt auch nicht, wo die. Nee, die Schnur war ja nicht mal angezündet. Ach so. Ich weiß halt auch nicht, wo man die entsorgt. Puh, keine Ahnung. Habt ihr eigentlich damals, bei uns in der DDR war das ein Thema Fundmunition. Seid ihr da auch in der Schule immer darauf hingewiesen worden, wenn ihr im Wald seid hier, wie sieht das aus, wenn ihr was findet? Nein. Nee, echt nicht. War ein Riesenthema damals bei uns. Ah, total Angst gehabt, ne, im Wald hast du irgendeinen komischen Stock gesehen, das ist vielleicht was. Naja. Aber gut, jetzt fangen wir mal an hier mit Filmen der Woche, die wir besprechen möchten. Ich glaube, wir haben auch einen neuen Hörer gewonnen. Einen alten Freund von mir, den ich zufällig wieder entdeckt habe in den Weiten des Internets. Also Daniel, du hast ja schon ein Foto gepostet, dass du die eine Folge gehört hast auf dem Weg nach München. Dann vielleicht hörst du die ja auch. Schöne Grüße. Hallo Daniel. So, und ja, legen wir mal los. Die Sneak Preview der Woche war der Film Fat Man. Weiß nicht, wer von euch das ausgesucht hat. Chris, glaube ich, ne? Ich habe den ausgesucht, ja. Ein neuer Film mit Mel Gibson und in weiteren Hauptrollen zum Beispiel Walton Goggins, den man schon in diversen Rollen irgendwo gesehen hat. Ich glaube, der war auch bei Walking Dead oder so, war der auch dabei. Ne? Und den erkennt man eigentlich, wenn man den sieht. Und noch ein kleiner Junge, der war aber relativ unbekannter Schauspieler, glaube ich. Und ja, man könnte es eigentlich gleich enthüllen. Also Mel Gibson spielt den Weihnachtsmann. Allerdings jetzt nicht so wie so mit roten Mantel und sonst was alles, sondern ja, als ganz normaler Typ halt mit seinem grauen Rauschebart, den er ja mittlerweile hat als Schauspieler und lebt irgendwo ganz oben in Alaska mit einer Frau und mit seiner Werkstatt von Elfen. Das ist allerdings nicht alles so kindlich gemacht wie jetzt in anderen Filmen, wie mit hier Will Ferrell oder so, sondern das ist schon eine ganz normale Fabrik, die auch ein bisschen gebeutelt ist durch diverse Wirtschaftskrisen und dass natürlich die Kinder ja nicht mehr so lieb sind und nicht mehr so viel Spielzeug verdienen vom Weihnachtsmann. Das hat bei denen zur Folge, dass sie auch Einbußen haben in der Spielzeugproduktion und nicht mehr so vielen Kindern eben Geschenke bringen, weil die Kinder eben ja nicht mehr, das eben nicht mehr verdienen. Ne? Und das führt dazu, dass er schon überlegt, wie das weitergehen soll noch. Und er bekommt wohl immer einen Scheck vom amerikanischen Staat für die Auslieferung. Und der wird immer kleiner, der Scheck. Und er weiß nicht mehr, wie er noch über die Runden kommen soll. Und er bekommt dann eines Tages mal ein Angebot von der US Army, dass er da für die irgendwelche Cockpit-Teile für ein Flugzeug produzieren soll. 2 Tage die Woche und den Rest der Tage kann er seine Elfen eben mit auslasten mit Spielzeug und er nimmt das auch an, dieses Geschäft. Parallel dazu gibt es eine Geschichte von so einem verzogenen Jungen, der ich glaube mit seiner Oma zusammen wohnt, ja. Oder so. Die, genau, weil die Eltern oder der Vater, der ist irgendwo mit seiner neuen Frau irgendwo unterwegs und was mit der Mutter passiert ist, weiß man das? Keine Ahnung. Ja. Die ist auch irgendwie nicht da. Und der Junge ist ein ziemlich verzogener Bengel und es gibt sich aber schon ziemlich altklug und läuft immer mit Anzug rum, so ähnlich wie Richie Rich. Und ist halt der Mann im Haus.
Ja, und die Oma, die ist nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit und er betrügt dann auch immer, holt sich da mit gefälschten Schecks von ihr noch Geld und in der Schule gibt es dann immer so Wettbewerbe, die er immer mal gewonnen hat, irgendwelche neuen Ideen und eines Tages wird dann auch mal, gewinnt jemand anders diesen Wettbewerb, den er immer sonst gewonnen hatte und da sieht man dann sein wahres Gesicht, denn er heuert dann gleich mal so einen Killer angespielt von Walton Goggins, der die junge Dame, also auch eine Mitschülerin, dann völlig unter Druck setzt, dass sie ihren Preis zurückgibt, damit er den gewinnen kann und man sieht schon, mit dem jungen Typen ist nicht so ganz zu spaßen. Und als er dann zu Weihnachten auch nur ein Stück Kohle bekommt und kein Geschenk, weil er eben nicht lieb war, erteilt er diesem Typen da den Auftrag, den Weihnachtsmann zu killen. Der hat allerdings mittlerweile schon eine eigene Agenda verfolgt, was den Weihnachtsmann angeht. Wahrscheinlich hat er selber nicht viele Geschenke bekommen, als er klein war. Er war halt nicht richtig lieb und hat schon viele Sachen gesammelt und kauft halt auch immer Geschenke von anderen, wo halt irgendwie draufsteht, produziert vom Weihnachtsmann. Um halt irgendwie eine Spur zu finden, wie er den Weihnachtsmann finden kann. Und jetzt, als er den Auftrag bekommt von dem Jungen, den Weihnachtsmann aufzuspüren und ihm den Kopf zu bringen, hat er natürlich noch mehr Antrieb, den Weihnachtsmann zu finden. Er begibt sich dann auf den Weg. Erstmal muss er durch Kanada durch, um nach Alaska zu kommen. Und ja, wie das nun weitergeht und ob. Und mittlerweile ist ja auch das US-Militär dort mit zugegen bei Santa Claus, ne? Ja, wie das ausgeht, wollen wir mal nicht verraten. Und ich sehe ja schon eure Wertung. Also euch hat er anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, was so die wesentlichen positiven Punkte waren, die ihr rausgearbeitet habt. Das ist geil, die wesentlichen positiven Punkte. Ja, vielleicht könnt ihr mich ja noch ein bisschen überzeugen. Also ich habe ihn ja rausgesucht, den Film. Ich habe ihn ja vorgeschlagen, diesen Film. Und ich weiß inzwischen auch warum, weil die Story ist völlig abgefahren. Also mit, oh, wir töten Santa, weil er gibt mir nur Kohle und was weiß ich was und einen Auftragsmörder. Und der Film ist so, ich fand ihn so herrlich, weil er so überspitzt einfach teilweise dargestellt ist, völlig überzogen und der Film nimmt sich auch nicht ernst und das fand ich echt mega, mega gut. Und das tut so einem Actionfilm, in dem Fall so ein richtiger klassischer Actionfilm, wie es in den 90er Jahren zuhauf gab, einfach mal wieder schön umgesetzt auch, nicht so völlig platt und also allein die Hauptcharaktere, also Mel Gibson als Chris. Ja, ich höre schweres Atmen. Nein, alles gut. Okay, also Mel Gibson als Santa und also das fand ich schon ganz, ganz, ganz großartig, einfach auch so richtig völlig am Arsch und völlig runter. Walton Goggins als den Bösenwicht, der also völlig übertrieben dargestellt und völlig, völlig psychopathisch und teilweise auch Einstellungen und Szenen, wo der einfach nur so völlig irre guckt und das fand ich so großartig. Das hat mir so Spaß gemacht, das zu sehen. Und dann einfach diese ganze Umsetzung mit den Elfen, mit dem Militär und haha, und ja, wir machen jetzt hier für diesen neuen Superflieger des Militärs, baut ihr die Teile, ha, ja, geil. Okay. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Aus eben dem Grund, weil der Film sich nicht ernst nimmt. Und das fand ich einfach schön. Das stimmt auf jeden Fall. Also nimmt sich nicht ernst und ist von der Story her wirklich so wie 80er Jahre oder 90er Jahre Videotheken, Action Krimskrams hier. Also was weiß ich, Steven Seagal hätte da auch irgendwie mitspielen können. Was natürlich ganz gut war, dass jetzt rein zeitlich so jetzt nach Weihnachten diesen Film zu schauen, nachdem er wirklich teilweise von irgendwelchen zuckersüßen Komödien im Fernsehen überfrachtet wurde und von irgendwelchen Geschichten, jetzt mal so ein beinhartes Action-Ding zu sehen mit einem abgefuckten Weihnachtsmann und der auch angeschossen wird auf seinen Flügen und sonst was alles, ja, das war schon mal ganz interessant, aber so richtig, der Riesendrive hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, irgendwie, ja, es war mir irgendwie ein bisschen zu dünn alles. Sehe ich anders. Wie du schon sagst, wir sind so überschwemmt von diesen zuckersüßen, weichgespülten Weihnachtsfilmen. Und da diese Action
Komödie möchte ich es fast nennen, zu sehen, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich finde, ich habe es vorhin auch schon zu Chris gesagt, ich finde, auf meiner Liste ist das einer der besten Weihnachtsfilme. Das ist, und also ich fand den unfassbar gut. Ich hasse dieses, oh, Weihnachten und weiße Weihnachten und Weihnachten und oh, und alles muss toll sein und der Weihnachtsmann fliegt durch die Welt und versteigt Geschenke, bla bla bla. So, nein, das war einfach mal auf die Fresse und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch dieses der Weihnachtsmann ist halt auch davon abhängig, wie brav die Kinder waren, weil wegen dem Vertrag mit dem Land oder mit den USA und ja, hätte es doch lieber patentieren lassen und solche Sachen. Das fand ich einfach hervorragend. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war einfach mal ganz was anderes. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, mich hat er nicht so ganz mitgerissen da. Also so, ja, es... Der Killer macht sich da auf den Weg und ja. Ja, aber, und, aber da muss ich auch sagen, das ganz, ja, ganz wirklich ganz arg toll, weil die Musikauswahl zwischendurch, während der Killer da fährt, also während er da die Strecke zurücklegt, die fand ich schon großartig. Immer wieder, ist ja auch ein weiter Weg da. Ja, natürlich, es ist ein brutal weiter Weg und das ist auch schön dargestellt, weil er zwischendurch, er geht essen, er geht pinkeln, er geht Zähne putzen während der Fahrt. Das fand ich so cool und immer wieder dann aber auch passend zum bisschen mit hier mit der Musik untermalt, wie halt gerade wahrscheinlich auch seine Stimmung war. Einmal wieder so völlig so, ich muss jetzt alle wegmachen, dann wieder da. Ich fand das sehr geil. Das fand ich richtig, richtig gut mit Musik und der Dunkelheit oder der Helligkeit, je nach Atmosphäre, einfach gespielt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Oder auch an der Grenze mit den ganzen Dokumenten, damit überhaupt über die Grenze kommt. Ja, ich habe das alles vorbereitet. Hier, bitteschön. Das ist so geil. Ja. So Bürokratie-Scheiße, das ist so cool. Also ich fand den Film hervorragend. Also, ja. Ja, mir hat trotzdem irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Ich weiß nicht so recht. Also der Walton Goggins, den fand ich ganz cool. So als Killer, das kaufe ich dem total ab. Der Junge, der war mir irgendwie so ein bisschen drüber. Und Mel Gibson, ja, irgendwie hat mir wahrscheinlich so von Mel Gibson da noch ein bisschen mehr gefehlt. Und auch so dieses Militär, was dort war, die haben sich alle so dämlich angestellt und so. So irgendwie, ach, ich weiß nicht, so richtig, so der Riesenkracher war es für mich nicht. Also war gute Unterhaltung, in der Sneak hätte der auch super funktioniert. Das glaube ich auch, in der Sneak wäre ein richtig cooler Film gewesen. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht auch noch ein paar mehr zusätzliche Hauptdarsteller oder ja, Nebendarsteller gewünscht, neben zum Beispiel Mel Gibson, die dann auch mit da oben sind und irgendwas tun und machen oder sowas. Aber irgendwie, ja, es war halt wahrscheinlich auch eine sehr kleine Produktion. Also ich rechne, deswegen habe ich der das auch hoch angerechnet, diese abgefahrene Idee einfach mal so umzusetzen und so relativ günstig zu produzieren, weil ich glaube nicht, dass da viel Geld im Spiel war. Und deswegen gebe ich dem Film gut gemeinte 6 von 10 Punkte und ich sehe, ihr liegt höher. Also von daher ist das ja eine gute Empfehlung für unsere Hörer, sich da selber mal ein Bild zu machen. Ja, ich bin bei 7,5, weil echt cooler Actionstreifen, der es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen 7,5. Ich bin bei 8 aus genannten Gründen. Okay. Also ist ja quasi im oberen Mittelfeld bis vorderen Feld alles vertreten. Bin ich mal gespannt, vielleicht hat das ja jemand von den geschätzten Hörerinnen oder Hörern schon mal gesehen, den Film. Den gibt es momentan bei Amazon Prime für 4,99 € zum Ausleihen oder natürlich bei Kino On Demand, was wir natürlich auch fördern. Und wenn ihr die Kinos unterstützen möchtet in der schwierigen Zeit, nutzt Kino On Demand. Amazon hat schon genug Geld. Und leiht euch mal den Film aus, kostet da genauso viel, auch 5 Euro. Und da kriegt ein kleiner Teil in das Kino, was ihr da auswählt in dem Menü. Okay, was haben wir denn dann nächste Woche und wie schaut der Tipp aus für die übernächste Woche? Wer möchte es machen? Wer hat den Überblick? Kate hat den Überblick. Okay, also morgen ist die neue Heimsneak. Ein Film von Amazon, den gibt es in der Prime Flatrate, Knoten in der Zunge, und heißt Upgrade. Und die Woche drauf schauen wir einen Film von Netflix, das sei schon mal verraten. Und der Tipp dazu ist Nespresso am Nordpol. Ja, mal schauen. Also Upgrade wurde mir
empfohlen und ich bin da eigentlich ein bisschen gespannt auf den Film. Mal schauen. Ja, ich habe den Trailer schon gesehen. Ich finde es, glaube ich, auch ganz interessant. Ich habe den Trailer extra noch nicht gesehen. Na, ich habe ihn mal angeguckt. Ich habe nur kurz die Beschreibung gelesen. Das klang ganz spannend. Und die Wertungen sind eigentlich sehr überzeugend. Okay, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Ein was ganz kurz. Ich habe Soul nachgeholt. Da habt ihr letzte Woche schon ausführlich drüber berichtet. Ich finde ihn absolut großartig. Ich finde ihn viel besser als Alles steht Kopf oder so. Ich fand das sehr schön, auch so die Moral, die da drin steckt, dass man jeden Tag eben genießen soll und jeder lebt sein Leben und soll gucken, dass er das Beste draus macht und so. Fand ich echt gut und auch sehr schön umgesetzt und genau richtig pointiert und das mit dem Jazz, habt ihr mir ein bisschen Angst gemacht, das war ja gar nicht so schlimm, also das war ja also sehr empfehlenswert. Soul, der Pixar-Film, den es auf Disney Plus. Ja, Disney Plus gibt es den. Und der Vorfilm. Der Vorfilm auch, ne? Wie hieß der noch so gleich? So schön. Burrows? Burrows? Irgendwas mit Graben. Oh Gott, jetzt muss ich gucken. Ja, guck mal, Chris. Ich glaube, der ist. Brauchen nur in die WhatsApp-Gruppe gucken, da habe ich euch, glaube ich, gefragt, wie der. Wir sind so gut vorbereitet. Ja. Ja, der war auch sehr, sehr schön. Zucker, oder? Voll goldig. Super gemacht. Vor allem, der war auch so in dieser alten Zeichenart gemacht, also nicht diese moderne 3D-Anim. Burrow, sag ich doch. Ja, mit dem kleinen Hasen. Der kleine Hase. Genau, der doch einfach nur eine Wohnung bauen will. So ein kleiner Hase, der so seinen Kaninchenbau bauen will mit einer Disco dran und so. Und dann aber feststellt, wenn er da gräbt, das ist alles schon so ein bisschen belegt, da diese unterirdische Welt. Also eine andere Nachbarn und so. Und ach, ich lese gerade, soll ein Kaninchenmädchen sein sogar. Ah, okay. Ja, sehr empfehlenswerter Film. Hätte ich auch gerne im Kino geguckt, so schön diesen Vorfilm und dann Soul oder so. Aber naja. Wird ja vielleicht hoffentlich bald wieder kommen. Schauen wir mal. Wenn noch mehr Leute hier Silvesterpartys machen und sich anstecken, dann natürlich nicht. Dann nicht, nee. Okay, dann müssen wir mal ein Thema noch abhandeln. Ich bin gespannt. Harry Potter. Der Chris kann das mal ausschalten jetzt. Ich bin da mal raus. Gib mir irgendwie ein Zeichen anhand einer Rakete oder so. Wenn's. Kannst mal schnell einen Raid machen hier und dann holen wir dich wieder rein. Gott, wie lange willst du denn reden? Das sind ja ein paar Teile, ne? Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Kate, ich habe tatsächlich alle Filme gesehen. Von der letzten Sendung bis heute, ja. Genau, also ich bin stolz auf dich. Vorgestern habe ich den letzten geguckt. Ich habe alle Harry Potter Filme jetzt gesehen. Also kann mir keiner mehr kommen, du hast das ja nicht gesehen, du kannst ja gar nicht überurteilen, das ist so schön. Und so. Ja, die Bücher sind besser. Ja, das Buch, das erste habe ich auch gelesen. Das ist auf jeden Fall besser als der Film, der erste. Und vielleicht auch für diejenigen, was ist bei euch wieder los? Heute kommt doch gar keine Post. Hallo? Irgendjemand im Treppenhaus. Ach so. Ich mach still, dann hörst du es nicht. Okay. Wir brauchen da keine Post für. Wir können das auch so. Also will er auch frohes neues Jahr wünschen. Ja, wäre aber vielleicht gut, wenn die Kate doch ein bisschen zuhört, weil dadurch, dass ich alle wirklich in mehr oder weniger gebinged habe, verschwimmt das so ein bisschen bei mir, was in welchem Teil war und so. Und, ich höre dir immer zu. Achso. Nee, kann ja sein, du gehst ja jetzt schnell zum Hund oder so. Ja, ich habe trotzdem die Kopfhörer auf. Also, wie ich es in der WhatsApp-Gruppe auch geschrieben habe, sind die ersten drei Teile nahezu unerträglich. Also das ist wirklich, also wenn du es damals geschaut hast, als der erste rauskam, irgendwie 2001 und gerade das Buch gelesen hast, dann mag das ganz, ganz toll sein. Und wenn du es aus heutiger Sicht, das sind ja auch schon wieder 20 Jahre ins Land gegangen, wenn du die ersten zwei Filme schaust und heutzutage hast du einfach mal andere Sehgewohnheiten, wir sind Netflixisiert und sonst was alles, da muss, wenn du das als Serie betrachtest, und das ist ja quasi eine abgeschlossene Miniserie, bloß halt mit sehr langen Folgen, ja, dann musst du die Zuschauer irgendwo richtig abholen und mitnehmen. Und der erste ist einfach sowas von spannungsarm. Das ist einfach eine Kindergeschichte, die ja über Kinder in der Schule, die irgendwo hinkommen, sich nicht so recht mit Kinderscherzen und Kinderspäßen und ganz, ganz schlechten Effekten. Also aus heutiger Sicht. Deswegen, ich kann es auch nicht ganz verstehen, hatte ich ja in der WhatsApp-Gruppe schon mal geäußert,
dass die haben das jetzt nochmal in 4K nochmal neu abgetastet und gibt es ja auf Blu-ray zu kaufen, hier 4K Blu-ray und so. Warum die nicht gleich gesagt haben, Mensch, wir machen es wie bei Star Wars, wir machen wirklich, wir fassen die Effekte nochmal an. Also da gibt es, im ersten Teil ist ja dieses Quidditch-Match, wenn ich mich recht erinnere, und da siehst du teilweise den nicht richtig ausgekieten Greenscreen, da siehst du, die haben die Leute grüne Haare, da wirken die wie ausgeschnitten teilweise, die Zuschauer. Das ist ganz, ganz mies. Also wenn man bedenkt, dass zur damaligen Zeit, 2 Jahre vorher war Matrix, den kannst du heutzutage anschauen, der rockt immer noch. Da passen die Effekte und alles. Und dieses Big-Budget-Ding hier, Harry Potter, und jeder wusste, das wird ein großer Kracher. Ja, das war nicht ganz richtig, so klar. Aber da war richtig Budget da für das Ding. Ja. Und das ist einfach richtig schlecht, die ersten zwei Filme. Also die muss man irgendwie überstehen. Und man muss sie leider auch schauen. Du hast ja gesagt, nö, fang doch später an. Nee, du musst die schon schauen, damit du wirklich alles weißt. Und dann kämpfst du dich da wirklich durch diese, weiß nicht, 3, 4 Stunden insgesamt durch. Denn der dritte Teil, der wird danach langsam gut, so ab der Mitte. Und da kann man dann sagen, okay, jetzt haben sie zumindest mal was, wo man sagt, okay, da ist so ein gewisser Spannungsbogen drin. Denn die ersten zwei hatten so gut wie keinen Spannungsbogen, auch wenn ich jetzt irgendwelchen beinharten Harry Potter-Fans da dermaßen auf die Füße dreht damit. Aber da ist einfach keine Spannung da in der ganzen, das ist einfach eine schöne Stimmung, ja. Das war es aber auch. Da ist nichts, ja. Und spätestens dann, wo dann das erste Mal der Unaussprechliche auftaucht und wo dann klar wird, okay, in die Richtung geht das, dann hat die ganze Filmreihe irgendwo so einen gewissen Drive bekommen, wo man weiß, okay, da ist offensichtlich, da ist Darth Vader und der muss besiegt werden irgendwann. Und dann gibt es ja auch mittlerweile dann auch in Anführungszeichen Major Deaths, ja, wo dann wirklich Leute aus dem Umfeld sterben, die man in den ersten Teilen kennengelernt hat, wo man wirklich merkt, okay, das ist jetzt kein Kinderfilm mehr, hier sterben Leute, die einem irgendwie ans Herz gewachsen sind. Und ja, spätestens dann so der letzte, ich rechne den mal als einen Film, also Teil 1 und 2, das ist ja mehr oder weniger ein Film, der in der Mitte durchgeschnitten wurde. Also die letzten zwei Filme, die sind sogar richtig gut, würde ich sagen. Sowohl vom Spannungsbogen her, als auch vom Dreh her. Wie gesagt, ab dem dritten wird es so langsam anschaubar, der vierte ist gut, der fünfte ist schon ziemlich gut und der letzte, der ist schon verdammt gut. Ja. Aber, der sechste, was ist mit dem sechsten? Ja, meine ich ja. Also nee, der letzte, den rechne ich als einen. Nee, aber jetzt lass mich noch mal kurz gucken. Der letzte ist 7. Du hast den Halbblutprinzen vergessen. 7 und 8, ja. Also ja. Wie gesagt, das ist eine konstante Steigerung. Man merkt halt, dass die ersten zwei von Chris Columbus sind. Der hat halt eher so die lustige Filme mit Robin Williams und so. Wahrscheinlich dann war Alfonso Cuarón als Regisseur. Und Mike Neville hat es dann eigentlich nochmal auf ein neues Level gehoben. Und ja, wobei, da ist man, wobei man aber auch sagen muss, dass die Bücher aber auch immer düsterer wurden. Das kann ich mir also denken, ja. Die ersten beiden, wie du schon gesagt hast, waren eher ein bisschen kindlich. Deswegen haben wir die damals auch noch nicht gelesen. Und dann kam der dritte Teil mit der Gefangene von Azkaban. Und dann fängt es ja schon so ein bisschen an, in der Richtung zu gehen, dass man jetzt auch mal ein bisschen das Düstere bringt mit dem Werwolf und dem bösen Verbrecher, der ausgebüxt ist und solche Sachen. Und da fing es dann auch an, für mich interessant zu werden. Und dann habe ich die ersten beiden, ich habe die ja damals nicht gelesen, die Bücher, ich habe die ja gehört. Ich habe die Rufus Beck Hörbuchkassetten gehabt. Mhm. Ich habe so einen ganzen, ich habe den Koffer habe ich immer noch. Ich weiß gar nicht, wer die Hörspiele produziert hat, aber die haben so einen Harry Potter Koffer rausgebracht, wo alle Kassetten drin waren. Ich glaube, bis Band 4. Hast du überhaupt noch ein Abspielgerät dafür? Nee, mittlerweile habe ich auch alle auf CD. Ach so. Und mittlerweile sind die CDs digitalisiert. Ja. Also ich habe alles digital und kann es jederzeit überall in der Wohnung abspielen. Aber es ist auch immer noch so, dass ich die Bücher lieber höre, weil der Rufus Beck das einfach so unglaublich gut macht. Aber ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Bücher halt auch zum Teil, also wenn du die Bücher nebeneinander stellst, das letzte Band ist auch das dickste. Also die wurden von der Geschichte immer tiefer erzählt und immer mehr erzählt und ging immer mehr ins Detail. Also der Plan war quasi auch, dass du mit den Büchern mitwächst. Ja, es kam ja jedes Jahr ein Buch raus. Das heißt, wenn du angefangen hast,
bleiben wir bei dem Schema von Harry Potter. Du hast vielleicht mit 11 das erste Buch gelesen und du warst 17, als du den letzten Band gelesen hast. Und dann musst du ja auch, müssen die Bücher ja auch anspruchsvoller werden für dich, weil du ja auch älter wirst. Also ich habe mit 20 das erste Plan. Buch gelesen. Ja gut, aber damals, also ich sag's jetzt, wir bleiben bei Harry Potter, weil mit 11 Jahren kommst du nach Hogwarts. So war der Gedanke, ja, so. Ich war vielleicht 14, als ich das erste Buch gelesen habe oder gehört habe, ja. Aber ich fand schon in dem ersten, muss ich jetzt doch mal ein bisschen widersprechen, weil ich habe ja das erste Buch damals gelesen, das hat ja meine damalige Freundin da aus England mitgebracht, die da auch in der Schule war damals, was wir jetzt letztens schon mal erzählt hatten. Ja. Und da kannte das in Deutschland noch keiner und da habe ich da mal reingelesen und ich fand das auch gerade so mit seiner familiären Situation, das wurde im ersten Buch schon deutlich detaillierter geschildert als jetzt im Film. Im Film ist halt so, ja okay, der hat jetzt keine Eltern mehr und da ist irgendwas passiert und er lebt halt bei den Ziehereltern und kommt dann auf die Schule so. Aber das wurde im Buch schon noch ein bisschen tiefer dargestellt, so seine. Und das fand ich auch wesentlich besser. Deswegen, ich mag die ersten zwei Filme nicht richtig. Also ich glaube. Bin ich bei dir. Und wenn wenigstens die Effekte gut gewesen wären, da habe ich mich noch drüber geärgert. Und da waren noch so Dialoge aus der Hölle drin. Also wirklich. Wenn das auf Schläferz gelaufen wäre, dann kann ich mir schon die Kommentare denken von den Leuten dann auf Twitter bei den Dialogen, die da teilweise, also wirklich Dialoge aus der Hölle. Und, aber auch da musst du wieder sagen, es war 2001. Ja, ich und es waren Kinderschauspieler, die waren ja wirklich tatsächlich teilweise 11 und 12 Jahre alt. Ja. Da kannst du keine Ahnung, dreiminütigen Monolog in tiefstem Englisch erwarten. Das ist einfach so. Ja. Aber für die Geschichte oder für die ganze Geschichte ist es halt wichtig. Ja, wie Harry überhaupt in diese ganze Geschichte reingekommen ist. Da muss man halt durch die ersten drei Filme. Und ich fand es jetzt ganz gut, dass Sky die gezeigt hat. Jetzt war halt zwischen den Feiertagen hat man ein bisschen Zeit gehabt, man durfte eh nicht raus wegen Lockdown und so. Da konnte ich das Thema jetzt mal ein für alle Mal jetzt hier abschließen. Ich wäre vielleicht irgendwie die letzten Filme, wäre ich vielleicht irgendwann bei Gelegenheit nochmal gucken, aber wirklich die ersten, wenn sie die jetzt nicht nochmal anfassen und da mal irgendwas ordentlich machen, boah, furchtbar. Irre. Also ich muss auch sagen, 6, 7 und 8 sind die besten und mir auch fast die liebsten. Aber auch die traurigsten. Ja, das stimmt. Was ich auch sehr, sehr gut fand, wie das dann insgesamt dargestellt wurde, dass dann, da waren so kleine Sachen drin. Es gibt ja diese große Halle, wo die da alle gemeinsam, wie die dann nach und nach im Laufe der Filme auch anders dargestellt wird. Sie wird auch düsterer und nicht mehr so ganz fröhlich und am Schluss ist sie ja ganz kaputt, ne, und so. Mhm. Also für mir durchwachsen, ich wollte jetzt noch nicht vorgreifen, ich werde die alle auf Letterboxd dann loggen bei mir, Kinocast heiße ich da, dann werde ich denen allen noch Wertungen geben und genau, jetzt kann mir keiner mehr kommen und jetzt kannst du auch Rätsel bringen, aber da weiß ich die wenigsten oder Chris nicht. So, Harry Potter! Ja, warte mal, das testen wir jetzt mal. Du hast doch keine Ahnung, Chris. Du hast doch überhaupt nicht gesehen. Wir testen das jetzt mal. Moment. Nee, bitte nicht testen. Doch, das ist ganz einfach. Alles ganz einfach. Sehr verschwommen. Wer zerstört in der Kammer des Schreckens den Becher von Helga Hufflepuff mit dem Basiliskenzahn? Harry Potter. Nee, der Ron Weasley. Nein. Nee? Harry Potter. Ich dachte, der haut den Zahn da rein in das Buch. Er zerstört das Medaillon, den Zahn, das mit dem Zahn und dem Becher macht Hermine. Ach so, okay. Ja. Harry Potter. Aber war nah dran, weil sie waren ja schließlich beide da unten drin. Harry Potter? Ach, du hast ja keine Ahnung. Du weißt gar nicht, wie schön das ist. Harry Potter. Nein. Also, wer sich irgendwie so für Filme interessiert und die Gelegenheit hat, das mal zu gucken, wie gesagt, die ersten drei muss man durchsitzen und dann wird es irgendwie, dann wird es gut. Also ich habe das jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich war ja auch sehr kritisch immer. Okay, dann. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, danke, danke. Das war es mir doch wert, allein das. Okay, dann gehen wir mal kurz in die News-Rubrik rein. Hier ist es. News. Ich habe hier nämlich mal so einen Link reingepostet, dass wir einfach mal so ein bisschen überfliegen. Was erwartet uns denn eigentlich, falls die Kinos irgendwann wieder aufgehen, wieder öffnen, was erwartet uns da eigentlich so an Filmen eventuell?
auf die wir uns vielleicht freuen. Da gibt es natürlich diese Top-Kinostarts. Vielleicht mal, wenn ihr einfach sagt, ja oder nein, einfach so hopp oder top. Fast and Furious 9? Nein. Nein. Space Jam, A New Legacy? Nein. Ja. Ja, definitiv, ja. Mission Impossible 7? Nein. Ja. Weiß nicht. James Bond, No Time to Die? Ja. Ja, Anna ja, de Armas. Ja. Dune, der Wüstenplanet? Ja. 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 Minions 2? Nein. Ja. Ja, da wäre ich rein müssen. Chris, für dich, The Boss Baby 2? Nein. Was? Der hat der erste so gefallen, kann mich erinnern. Nein, hat er nicht. Nee, ich dachte, aber du hast ihn vorgestellt. Ich dachte eigentlich, du hast ihn ganz okay, aber gut. Nein. Ja, bei mir auch eher nein. Saw Spiral? Ja. Ja. Reboot, ja. Ja. Top Gun Maverick? Nein. Nein. Ja, ich weiß nicht. Für dich ein klares Ja, aber ich weiß, bei mir nein. Ich glaube, ich, ja, für mich ja. Sherlock Holmes 3? Ja. Nee. Ah, bin ich auch noch unschlüssig. Robert wo ich, Downey Jr. Wo ich nicht unschlüssig bin, ist Venom, Let There Be Carnage. dann, was ist denn The Last Duel? Das letzte Duell mit, ach hier mit Matt Damon und Ben Affleck. Nein. Matt Damon. Doch, kann man gucken. Jetzt habe ich gerade meinen Link zugeklickt. Moment, weil ich gerade den Link geklickt habe. Hast du bewusst fingert? So ist es. Sing 2? Nee, ich glaube eher nicht. The Eternals? Was ist das? Das habe ich schon mal gehört. Marvel? The Eternals? Ja. Nee, ich glaube nicht. Oh, ja. Mit Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden und Kit Harington. Okay. Nein. Ja. Das klingt aber... Bleibe bei ja. Das klingt aber schon ganz interessant. Also wenn... Nein. Wenn die Kinos wieder aufhören, dann Jungle Cruise? Nein. Ich glaube auch nein. Chris ist unschlüssig. Suicide Squad? Nein. Nein. Suicide Squad. Ghostbusters Legacy? Ja. 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 Aber no-brainer. The Forever Purge? Nein. Vielleicht. Weißt du noch, wir sind damals in diesen anderen Purge, sind wir extra reingegangen mit der, könnt ihr mal leise sein hier? Ja, ich weiß. Dann einen, den ich gerne in der Sneak hätte, A Quiet Place 2. Ja. Oh, ja, weiß nicht. Dann, was ist Morbius? Morbius. Ach, auch Marvel. Morbius. Hm. Der Film kommt in Zusammenarbeit mit Columbia zustande. Star des Films ist Jared Leto. Der die Hauptfigur Michael Morbius, der an einer seltenen Bluterkrankung leidet, und da sind wir bei nein. Huh. Matt der Smith. Der kann Musik, aber nicht Schauspieler. Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Michael Keaton. Von Daniel Espinosa. Okay. Wartet's mal ab, der wird nicht so schlecht sein. Ah, ich glaube auch. Also der Cast und der Regisseur. Ja, jetzt habe ich gerade wieder hier weggeklickt. Das ist eine seltsame Seite, da klickst du drauf. Da. Ah, hier. Black Widow? Ja, bei mir. Ja. Tomb Raider 2 würde ich auch mal ja sagen, weil der... Ja. Ist der mit Alicia Vikander? Ja, der Vorhergehende hat mir nämlich gefallen. Dann bei mir kommt jetzt ein Nein bei West Side Story. Nein. Oh, fuck. Was? Wollt ihr nicht? Ihr seid doch Musical-Fans. Nee. Cat Weasel? Ja, mit Otto. Ich bin ja ohne Cat Weasel aufgewachsen. Ja, deswegen, aber Otto... Ja, hey, aber ist vielleicht einer der letzten Filme von Otto, wer weiß, aber, wie lange der das noch macht. Dann kann ich auch auf Video gucken. Aber Sieben Zwerge. Wer oder was ist Cat Weasel? Ah, du bist auch ohne Cat Weasel aufgewachsen. Okay. Was ich festgestellt habe, ist, wer mit Cat Weasel aufgewachsen ist, der ist da voll begeistert. Und wer es nicht kennt. Ich bin jetzt nicht voll begeistert, weil ich bin jetzt auch nicht mit Cat Weasel aufgewachsen, aber ich finde es einfach cool mit Otto einfach. Und ich habe da den Trailer gesehen und ich fand das echt süß gemacht. Mhm. Okay. Na, mal schauen. Dann noch einer. Nomadland mit David Strathairn und Frances McDormand. Doc Biddick. Nomadland, Oscar-Gewinnerin. Frances McDormand spielt darin eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihre Habseligkeiten in ein Auto packt und als Nomadin durch die USA fährt. Dieser Film könnte gute Chancen bei den Globes und Oscars haben und läuft in Deutschland im März 2021 an. Ja, mal schauen. Einer noch, auf jeden Fall. Der ist jetzt nicht in dieser Liste von diesen Top-Titeln, aber einen habe ich gefunden und zwar, ich lese euch erstmal nur die Besetzung vor. Eva Habermann. Ja, genau. Michaela Schaffrath. Oh Gott.
Oliver Kalkofe, Ralf Richter. Die spielen in einem Film mit, der heißt Sky Sharks. Nazi-Zombies, Fragezeichen. Auf fliegenden Haien, heiteren Himmels, taucht eine Armee aus untoten Supersoldaten auf raketengetriebenen Reichsflughaien am Horizont auf, mit dem Ziel, die Weltherrschaft mit Gewalt an sich zu reißen. Die taffen Schwestern Angelique und Diabla müssen mit Schrecken feststellen, dass ihr Vater, der vor 75 Jahren Mitglied in einem Forschungsteam der Nazis war, nicht ganz unschuldig an der Situation ist und sich mit tatkräftiger Unterstützung von Generalmajor Frost der Bedrohung und stellt sich mit der Himmel wird zum Kriegsgebiet. Trashig, originell und absurd. Ja. Okay. Oliver Kalkofe als Hermann Göring. Auch Michaela Schäfer spielt auch noch mit als freizügige Frogslayerin. Oh Gott. Gottes Himmels. Also das ist so ein riesen Trash. Ich glaube nicht, dass der am 28.01. schon ins Kino kommt. Ja, also der Trailer oder der Teaser, den es da gibt, der sieht auch schon relativ lustig aus. Ich mag ja sowas. Also Haie sowieso. Und dann, es sieht so ein bisschen nach Iron Sky Quatsch aus. So, das mag ich ja. Okay, ich weiß nicht, was wir da noch so jetzt vergessen haben an Filmen, die auch noch so anlaufen. Vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da noch irgendwas im Sinn habt, was dieses Jahr noch starten soll, sofern die Kinos wieder aufmachen und ihr darauf hinfiebert, dann lasst uns doch mal einen Kommentar da. Und dann gehen wir eigentlich gleich mal, nachdem wir keine Serien drin haben, was mich wundert, aber gut, gehen wir gleich mal weiter in die Rätselecke. Rätselecke. Dem ich hier vorhin so ein Fubar gemacht habe mit meinen Tabs hier, habe ich auch das Rätsel gemacht. Ich muss ganz kurz IMDb öffnen. Okay. Also. Ist eigentlich eine Frage, die man mit einem gewissen Filmwissen durchaus beantworten kann. Harry Potter. Nein. Ah ja, genau. Jetzt kommt beinahe der Harry Potter-Frage. Genau. Jetzt bin ich ja, stecke ich ja im Thema. Also, die 90er Jahre, ne, waren ja das Oscar-Jahrzehnt der sogenannten historischen Filme. Also zum Beispiel Titanic hatte eine historische Vorlage, Der mit dem Wolf tanzt, Braveheart, Schindlers Liste und so weiter. Ja, das Jahrzehnt umfasst ja 10 Oscar-Gewinner für den besten Film. Nur 2 der Oscar-Gewinner hatten keine historische Vorlage. Der eine davon war Das Schweigen der Lämmer und der andere... Ach du gute Güte. Ihr könnt jetzt durch Fragen herausbekommen. Also es ist jetzt kein B-Movie-Action-Krabbel, sondern schon. Also Oscar-Gewinner, bester Film, der keine historische Vorlage hatte, aus den 90ern. Der noch fehlt. Ihr könnt euch ja mal rantasten. Ich muss das mal überlegen. Hab ich den Film gesehen? Das weiß ich doch nicht. soll ich in deine Letterbox? Ach nee, du hast keine Letterbox, oder? Natürlich habe ich eine Letterbox. Wie heißt denn du da? Ja. Habe ich dich da irgendwo? Kate. Nur Kate. Kate. Nur Kate oder unterstrich Kate. Die. Ich glaub, Kate unterstrich Kaprell die unterstrich. Achso, warte mal. Ich muss selber gucken, wie ich da heiße, oder? Ach so, ja. Letterboxd. Ja, jetzt kann ja schon mal jemand inzwischen eine Frage stellen. Ich habe eine Frage gestellt, okay. Du konntest mir nicht beantworten. Ob du den gesehen hast, ja, das ist ja so eine Frage. Kate 3001. Natürlich. Also welcher Film da gewonnen hat? Ja, also. Welcher Film, bester Film war der jetzt in den 90ern, also in dem Jahrzehnt der 90er? Alle Filme, die einen besten Film gewonnen hatten, den Oscar, hatten eine historische Vorlage, außer Schweigen der Lämmer und, Fragezeichen, Forrest Gump. Nee, der hat ja durchaus auch historischen Bezug, ne? Ja, Vorlage. Keine Ahnung. Guckst du jetzt, was alles Titanic da gewonnen hat? Titanic hast du gesagt, ist nicht, ne? Ja, also das auch nicht, genau. Hat ja auch historischen. Nein, ich habe jetzt gerade überlegt, welche Filme in den 90er Jahren liefen und wer da einen Oscar bekommen hat. Und ich wäre jetzt tatsächlich noch auf Schindlers Liste, Forrest Gump und auf Titanic gekommen. Und... Ich weiß, dass American Beauty mal einen Oscar gewonnen hat. Und richtig. Der ist ja auch nicht amerikanische Vorlage. Der ist es. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, der wäre später. Nee, der war in den 90ern. Siehst du, das war doch gar nicht, so schwer. American Beauty. Das wollte ich gerade sagen. Da habe ich mich immer gewundert, warum die einen Oscar gewonnen haben. Das ist ein richtig toller Film.
Ja, der ist schon nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Letterbox überhaupt drin habe, aber. Das war ein Film, nachdem ich den gesehen habe, dachte ich, okay, das ist so ziemlich das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Und als der dann einen Oscar gewonnen hat, war mir alles klar. Okay, krass. Hm. Ey, das war jetzt echt voll aus der Luft gegriffen, oh mein Gott. Naja, ist ja manchmal so. Okay, dann bist du das nächste Mal wieder dran. Jetzt muss ich mir wieder ein Rätsel ausdenken. Oje, oje. Ich verschiebe das mal hier rüber, das X. Und dann kommen wir doch mal zu unseren Musiktipps für unsere Spotify-Playliste. Music. Was hast du da draufgepackt, Kate? Ich habe draufgepackt von Jet, Are You Gonna Be My Girl? Ist das dieser Oldie, nenne ich mal? Ja. Okay, ja, dann kenne ich den. Oldie. Hast du den in irgendeinem Film letztens gehört? Ja, ist doch schon wieder älter, oder? Ich höre gerade, wenn ich zur Arbeit fahre und es gibt keinen neuen Podcast, höre ich immer eine alte Playlist, also eine Playlist mit so alten Rockhymnen, nennen wir es mal. Die gibt es auf Spotify, die Playlist. Und da kam der auch und da dachte ich, oh geil, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört, cooler Song. Wie hast du das gemacht, dass du keine Podcasts mehr zum Hören hast? Ich habe hier so ein Pile of Shame mit Podcasts, ey. Na, ich höre ja auch nur zwei Podcasts. Ach so, ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Kinocast. Ich brauch Kinocast nicht, also, hören, ich bin ja live dabei. Ich habe jetzt gerade mal mein Telefon auf. Ne? Ich habe Unplayed, 34 Episoden, insgesamt 29 Stunden 50, die ich noch hören muss. Weil dadurch, dass da, wenn ich nicht auf Arbeit fahre, da höre ich halt nicht in der Bahn irgendwie. Oder ja, das fehlt halt die Zeit. Chris, was packst du drauf? Ich pack drauf bei Jahreswechsel und ich hoffe, dass 2021 ein bisschen besser wird als 2020. Deswegen habe ich mich für Coldplay Fix You entschieden. Okay. Und voll die Message hier. Ja, genau, bei mir ja auch, weil wir alle in Quarantäne sitzen hier oder in wie nennt sich's, Lockdown, habe ich von Instant Confidence Set Me Free. So, das ist sogar schon drauf. Eure beiden muss ich noch draufpacken nachher. Ja. Und dann kommen wir mal zu dem allgemeinen Teil. Zum einen haben wir einen neuen Patreon-Follower oder Patron oder wie sich das nennt. Das ist der Ronny. Viele, viele Grüße, vielen Dank für deine Dankeschön. Unterstützung hier. Danke, jawohl, Ronny. Kam jetzt nämlich just nach Weihnachten, nach der letzten Sendung. Muss ihm wahrscheinlich sehr gefallen haben, unsere letzte Sendung. Oder ist ganz allgemein dann. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr findet auf kinocast.net ganz oben so ein Punkt, der heißt irgendwie Danke für eure Unterstützung, oder ihr schaut einfach auf patreon.com/kinocast. Da findet ihr die Möglichkeit, weil die anderen Sachen, die wären mehr oder weniger nicht mehr, also Amazon haben wir nicht mehr, und also wenn ihr da euch einen Link irgendwo gespeichert habt, dann könnt ihr den gern löschen, das funktioniert nicht mehr. Also nutzt am besten patreon.com/kinocast und sucht euch da so ein Sponsoring-Modell aus, was eurem Geldbeutel passt. Fängt irgendwie bei 1 Euro im Monat an, das ist ja fast gar nichts. Und ja, hilft uns aber, die Serverkosten zu bezahlen und alles. Ne? Und damit der Kühlschrank voll ist und so. Okay, na, sind wir wieder durch. Dann, was haben wir gelernt? Harry Potter kann man durchaus mal gucken, Chris. Ja. Ausrufezeichen. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich habe einen kleinen Anschiss bekommen, noch im alten Jahr. Immer läuft hier Star Wars Musik. Und habe dann, während ich noch ein bisschen an meinem AT-AT von Lego weitergebaut habe, habe ich die Harry Potter-Filme da angehabt, weil irgendjemand das nebenher gucken wollte. Und irgendjemand ist dann wieder weggelaufen und es lief weiter und ich habe nicht wirklich hingeguckt, sondern habe nur Musik gehört und habe dann gedacht, also wenn du nicht genau hinguckst und hinhörst, dann kann man schon mal denken, okay, die Musik könnte auch aus Star Wars sein. Und es gibt jetzt Menschen in diesem Haushalt, die das abstreiten, aber ich werde irgendwann diesen ultimativen Test machen und einfach die Musik laufen lassen. Also, und dann, wenn es dann wieder heißt, ey, immer nur Star Wars, sage ich, ich höre aber Harry Potter. Gebe ich dir recht, aber nur bei den ersten, ich glaube, ersten drei Filmen, weil da hat John Williams die Musik gemacht. Und das klingt schon deutlich, ja. Also da deutliche Anleihen. Später dann, und das fand ich auch das Gute, haben die dann gewechselt, ist dann Alexandre Desplat, hat dann die Musik gemacht und die passt viel, viel besser, finde ich. Also John Williams ist für mich auch irgendwie so mit Star Wars verbunden und dem seine fetten Arrangements, die er da so macht, das passt einfach so zu diesem Star Wars. So, ja, und dieses eher verzauberte und so, das, ja. Aber gut,
ja, aber da gebe ich dir recht. Also bei den ersten Filmen habe ich manchmal auch gedacht, das klingt ein bisschen sehr nach Star Wars. Aber wie gesagt, die ersten Filme haben mir eh nicht so gefallen. Okay. Ja. Okay, aber kann man mal gucken. Aber jetzt, was macht Sky jetzt? Die machen jetzt Tom Cruise, ne? Irgendwie kam jetzt der, da zeigen sie alle Filme von Tom Cruise. Aber da gab es gute. Also noch läuft Potter. Ja. Da gibt es auch schöne Dokus mittendrin, ne? Kann ich auch empfehlen. Mhm. Ja. Über den Dreh und alles, ne? Mhm. Jo, okay. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Guten Start ins neue Jahr euch allen. Ja, ebenso. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über Upgrade, den ihr bis dahin auch schon schauen könnt auf Amazon Prime. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.